Seit Anbeginn der Zeit sind YouTuber gezwungen, gegeneinander zu kämpfen, um zu überleben. Dieser Wettstreit erreicht nun seinen Höhepunkt in der Beziehung zweier Let's Player, die sich vorgenommen haben, einander zu besiegen. Ein Pokal und Likes für den Gewinner, Daumen nach unten für den Verlierer. Dies ist der Kampf von Bacon vs. Shadow. Und willkommen zu einer neuen Challenge. Es geht diesmal nach Vancouver zurück ins Jahr 2010 zu den Winterspielen. Mit dabei, wie üblich, der Shadowrunner. Hallo Shadowrunner. Laute Musik, ganz laute Musik. Ja, ich drück mal eben. Hallo. Und ich drück auch jetzt mal im Start, weil ihr habt das Logo jetzt ja lange noch gesehen. Dieses Mal, wie gesagt, es wird etwas kühler und... Ja, es ist auch jetzt schon ein bisschen vorweihnachtlich. Genau, ist ja schon ein bisschen vorweihnachtlich. Ja. Nur weil wir hinten einen Kamin und die Heizung anhaben, können wir hier im T-Shirt sitzen. Aber eigentlich ist es schon richtig kalt. Und ja, zu Beginn dürfen wir unser Land mal bei. Das ist Bacon Orange 2, weil wir da jetzt nicht dann den eingeben wollen. Ich komme einfach mal aus Schweden. Dann komme ich einfach mal aus den Achso, auswählen. USA. So und akzeptieren. Nein. Und fertig. 2A. Ja, du bist Bacon 2A. Und wir hatten gesagt, Riesensalat unter Damen. Ja. Ich fange vermutlich wieder an. Wir haben eben einmal kurz angetestet. Das war der Slalom. Riesenslalom haben wir noch nicht gemacht. Ja. Da war er halt zuerst. Genau, das war jetzt irgendwie X, um loszufahren. Steuern, L2 bremsen. R2 war Hocke, um schneller zu fahren. Ja, und wir lernen sogar noch was. Ja. Und lesen wir euch nicht vor. Ja, ist super interessant. Wir fahren jetzt auch immer gegen zwei Computergegner. Wir wollen keine Anleitung sehen, das ist für... Nee, wir sind schlecht genug. Aber es geht gleich los. Okay, ich kann auf jeden Fall sagen, es ist einfacher... Also, wir hatten vorhin einmal ganz kurz den Slalom der Damen angespielt. Und ich kann zumindest jetzt sagen, das ist einfacher als das Slalom der Damen. Ja. Ich habe es beim Probelauf im Slalom geschafft, disqualifiziert zu werden. Man darf Tore auslassen. Ja, allerdings nur 5. Maximal 4. Beim 5. Ja, ist es vorbei. Beim 5. ist es vorbei. Und zumindest im Slalom wird man auch nach dem ausgelassenen Tor echt wesentlich langsamer. Weiß ich jetzt nicht, ob das hier auch der Fall ist. Oh, oben rechts sehen wir außerdem, wie weit ich auf dem Kurs bin. Da habe ich vorhin überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, das war wahrscheinlich jetzt die zweite. Ist ein bisschen länger. Ich vermute allerdings, dass jedes ausgelassene Tor einem sowieso dann irgendwie ein paar extra Sekunden bringt. Also es lohnt sich sicherlich nicht, Tore auszulassen. Und gleich noch eins. Eieiei, das ist nicht gut. Ich habe jetzt den Kopfhörer aber mal abgezogen. Ich hoffe, dass es nicht übers Mikro reinkommt, weil ich bin komplett zugedröhnt und höre die geizreichen Kommentare von Bacon leider nicht. Passiert. Verpasst du sonst aber auch nicht. Hast du gesagt? Ja. Und die Hälfte hast du geschafft? Ich sagen. Ich darf aber nur noch ein Tor auslaufen. Aber es geht auch, sind keine so extrem mehr doch. Ja, waren es vorhin eigentlich auch nicht. Und trotzdem habe ich 3 Tore ausgelaufen. Die roten sind Linien, das sind wahrscheinlich später die zwischen. Das galt noch. Ja. Ist ich fast da, du siehst das Ziel. Ja. Vorsicht. Ja, man muss da auch aufpassen, dass man nicht zu sehr steuert, weil sobald man, wie ich jetzt hier. Oh, das war gut. Also man übersteuert dann natürlich auch schnell, wenn man bei dem einen nicht mal eben schnell gegensteuert. 2:02. Ja. Ich werde den Kopfhörer nach links legen, damit er nicht über das Mikro reinkommt. Aber ich mache es lieber ohne Sound, okay. Weil ich werde zu sehr zugedröhnt. Ach, da musste man mehrfach X drücken, ne, beim Start? Konnte man, ja. Ja, da sieht man Kraft 74. Das heißt, das vermutlich einen besseren Start schon zurückgelegt als ich. Schlecht. Ganz schlecht. Jetzt muss man erstmal wieder hier richtig reinkommen. Hm.
Ich hoffe mal, dass das Klacken nicht zu sehr reinkommt. Auch das wird wahrscheinlich reinkommen, aber das ist halt so, wenn man hier sich sportlich betätigt. Ja. Also mein Tipp, weil ich höre dich die ganze Zeit L2 hinten klacken, halt es doch einfach gedruckt kurz immer. Also so habe ich das zumindest gemacht und sonst zwischendurch mal R2, wenn du dann mal wirklich siehst, dass du eine gute Position hast. Bin ich 10 Sekunden hinten? Weiß ich nicht. Ach Gott. Ja, das passiert dann nämlich ganz leicht, dass man einfach dann mal gesehen hat, zwei Tore hintereinander verpasst. Ja, wenn man quasi einmal aus dem Rhythmus raus ist, dann... Ah, ist das herrlich. Ja, ich bin schon in der Hocke. Ach je, herrlich. Und das ist übrigens nicht das Klackern vom L2, sondern vom Analogstick. Achso. Das plus 30 ist aber vermutlich auf den Türen. Hoffen wir mal, dass ich nicht disqualifiziert werde. Ey, das habe ich mir noch geholt. So, jetzt kannst du. Ja. Da freut sie sich. Da, im Vergleich zum Computerspieler. Ja, aber du bist gut. Zweiter Versuch. Und man sieht, die Karte vom Berg ist schon relativ gleich, allerdings sind die Tore halt wie beim echten Riesenslalom leicht anders gesetzt. Ja. Ja, aber im Vergleich zum ersten Mal eine deutliche Steigerung. Ja, also bisher fand ich aber auch den Kurs ein Tick leichter. Jetzt bist du richtig im Rhythmus. Bist nicht schlechter geworden, noch kein Tor ausgelassen und auch meistens ein guter Kurvenrhythmus. Eieiei, so, weiter geht's. Gut. Und ob ich halt noch die 14 Sekunden, die ich zu der Rückstand hatte, aufholen kann. Geht halt sehr in Richtung Autorennen. Ja, dafür haben wir ja gleich noch andere Disziplinen. Ja. Da hoffe ich mal, dass ich das mit Gefühl rausholen kann. Also nicht schlecht, eine gute Standhaftigkeit hat auch die Dame. Weil ich glaube, würde ich so ein Ding umfahren, würde ich wahrscheinlich mich auch nicht besser verstehen. Ja, klar, wenn du so eine Stange zwischen den Beinen hast, dann... Es war auf jeden Fall, also meine Abfahrtzeit war um einiges kürzer als beim ersten Rennen. Ja. Und auf Wiederholung gucken wir uns nicht ganz so schön wahnsinnig. Und dann ist der Shadow drin. Yay. Ich bin schwer begeistert. Ich schreck's aber den Arsch schön nach hinten. Ja, nur für die Zuschauer. Oh, alles für die Kamera. 1, 2, 1, oh. Du hast schon wieder mehr Kraft beim Start aufgebaut als ich. Vielleicht ist die Dame einfach etwas kräftiger. Na, ich glaube eigentlich, dass sie vermutlich gleich... Ich weiß es nicht. Ich hätte gewettet, dass sie gleich stark sind. Ja, ich habe eine Schwedin, du hattest... Ich hab's vergessen, was du... Ich glaube USA. Komm so nach innen. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus leider ein bisschen raus. Na gut.
Klack, klack, klack. Sehr schön. Eigentlich war es auch ausgelassen. Ja, aber scheinbar ist er da so ein bisschen tolerant. Das war aber allerdings mehr als tolerant. Das war. Ja. Schiri bestochen quasi. Ja. Und auch da wieder hätte ich auch gedacht, dass das als vielleicht als ausgelassen zählt, aber. Nee, da war ich sogar der Meinung, dass es noch stimmte. Ich habe nur eine Minute Rückstand zum Führen. Na, die hatte ich aber glaube ich auch. Das war ausgelassen. Verdammte. Jetzt muss ich aufpassen. Langsam. Nein. Schön mache ich das hier. Und dann kannst du Vollgas geben. Ach. Und damit. Neue persönliche Bestleistung. Einmal X bitte. Und dann nochmal X. Ja. Damit geht der erste Punkt in der Vancouver Challenge an mich und immerhin kriege ich noch Bronze. Ich gehe mal kurz noch zurück ins Hauptmenü, bevor wir das nächste machen. Weil ich glaube, man konnte. Ja, bitte. Das wäre nett. Na, jetzt weiß ich auch, was ich vor. Hat es nicht akzeptiert? Ja, ich bin. Jetzt zeigt das Spiel gerade ganz kurz. Das hatten wir vorhin aber auch schon mal bei unserer Testaufnahme. Der Shadow ist wieder da und es geht dann jetzt weiter mit dem. Wieder mal mit der Länderauswahl. Jetzt kann ich auch vielleicht über Kopfhörer wieder mitspielen. Ja. So, und ich war ja eben auch. Schweden. Ja. Und noch einmal. Dann mache ich das A weg. Fertig. Fortsetzen. Und es geht zum Schießen. Weitere Anleitung ist ja für. Haben wir beide nicht. Ja. So, jetzt haben wir hier irgendwo eine Windfahne. Ah ja, da, das Grüne, vermute ich. Die grünen Dinger. Jetzt hast du ein Zeichen bekommen. Oh, das war hier vorne nicht ganz so gut. Man musste aus dem selbstständig X drücken und das war keine gute Landung, aber man 58,7 Punkte. Ja, die Haltungsnoten sind nicht so perfekt. Ja, die Wiederholung gucken wir uns lieber nicht an. Dann ist jetzt der Shadow dran. Das Lustige ist, das muss ich jetzt erstmal besser hinkriegen. Mhm. Also ich habe mich jetzt auch nach dem. Ich achte auf meinen Trainer. Mhm. Ach. Was war dann zu früh? Ja. Und unten musst du selbst dann anfangen X zu drücken, dann geht dieser Balken hoch und am besten halt bei 100. Das war schlecht. Ja. Ja, den hast du zu lange. Du musst aber 100. Und dann, ja. Wie man sieht, wir sind echt die Profis. Einmal X. Ja, wir hätten es vielleicht mal testen sollen. Ah, ich habe ja 17 noch. Meter. Ja, nee, 17 Punkte. Das ja. Ist nicht. Oh, das ist zumindest ein gutes Abstoßen. Ja, ich habe gerade halt irgendwas gedrückt. Das ist gut. Sehr und gut. Gelandet. Trotzdem. Echt nicht sicher. Ja. So, Trainer. Das war auf jeden Fall ein besseres Abschluss als beim ersten Mal. Ja.
Und jetzt wissen wir ja zumindest auch grob, was man hier machen muss. Das war auch schon wesentlich besser. Du kannst zur Not über L2 auch noch ein bisschen. Ja, wunderbar. Zumindest gelandet, aber wenn es jetzt schon vorbei ist. Du hast eine gute Landung gemacht, glaube ich. Einmal X drücken. Damit dürftest du allerdings, weil ich den ersten so. Ergebnis gesamt, ja. 137. Der Shadow hat 94. Ernsthaft? Okay. Ja, weil ich möchte eigentlich alles machen. Wir wollten Snowboard machen. Snowboard Cross der Herren. Snowboard Cross der Herren. Echt? Ja, also auf jeden Fall Snowboard. Ist wieder X zum Starten, dann wieder links, rechts, bla bla. L2 für stärkere Kurven und R2. Und es gibt noch Sprünge der grünen Linie X. Also sehr viel wieder wie eben die Abfahrt. Ja. Bloß halt noch irgendwie versprungen. Oh, oh, das geht. Sehr schön. Hier X drücken. Zu früh. Oh, du führst momentan. Ja, oh, jetzt noch. Ich habe auch gerade schon mal einen Sturz hingelegt. Du solltest nicht in die Banden fahren. Also nur als kleiner Tipp vom. Okay, Party. Danke. Falls ihr es nicht seht, ich bin links, Shadow ist rechts. Und wir sind Platz 3 und 4. Also wir haben wieder den Kampf um die Bronzemedaille. Also irgendwie, jetzt weiß ich, also was mir gerade überhaupt nicht liegt, ist dieser in der Mitte geteilter Bildschirm. Das ist, finde ich, das. Oh, sowas mag ich nie. Ja, zu könnte spät, man wahrscheinlich besser machen. Oh, also. Bin zumindest nicht komplett schlecht. Nee, du spielst bei den anderen mit, während ich hier hinten in meiner eigenen Liga fahre. Das hat noch nichts zu sagen. Jetzt bin ich nämlich auch. Ja, aber ich habe mich ja schon zweimal hingelegt. Ja, ich ja jetzt auch einmal. Na komm, fahr los. Der doofe Typ kommt immer schneller. Los. Ja. Ja, damit gucken wir. Also wir haben ja gesagt... Ich denke, es kommen da auch zwei Durchgänge. Sehr wahrscheinlich. Nein. Damit steht's 2-1 für dich. Und du hast... Ich gratuliere dir zu deiner Bronzemedaille. Jawohl. Das ging schnell. Ja, das ging schnell. Ist ja nicht schlimm. Ja. Jetzt kommt Eisschnelllauf. Und zwar... 1500 Meter. 500 Meter ist ja Frauen. Ach, man geht mit einer Schultertaste in die Startstellung und muss loslassen, wenn es losgeht. Dann auf der Geraden X drücken, um zu beschleunigen. Aber im Rhythmus? Im Rhythmus. Mit links und rechts halt lenken. Mhm. L2 wieder für schärfere Kurven. Und in der letzten Runde kannst du mit der Quadrattaste einen Endspurt hinlegen. Den man vermutlich aber auch entsprechend timen muss. Du kannst vermutlich nicht irgendwie die ganze Zeit Endspurt machen. Ja, wahrscheinlich nicht. Das macht dann die Ausdauer natürlich nicht mit. Haben bestimmt wieder so schönen Fehlstart oder andere Sachen oder einen Rhythmus. Also es ist wirklich so, wir haben die Disziplinen alle nicht getestet. Gut. Vorhin einmal eine Abfahrt, aber das ist jetzt alles komplett unbekannt. Olympischer Rekord oder Weltrekord. Ah, der ist drin. Okay, in Position begeben mit L2. Ja. Oh. Ist da nicht irgendwer zu früh los? Oh, ich habe mich hingelegt, weil ich habe das... Ja, ich auch. Das ist, glaube ich, hier mit... Mit den Schultertasten, glaube ich, lenkt man. Ja. Mit den Schultertasten lenkt man. Oh, scheiße. Vor allem weiß ich nicht, welchen Rhythmus man drücken muss zum Beschleunigen. Aber da stand ja was vom im Rhythmus drücken. Ja, wenn du hinter dir keine Füße siehst, bei mir sehe ich jetzt hier manchmal Füße, blau, gelb, grün, dann bist du gut. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Runden wir
Weil Runde 11 sagt mir halt nicht so viel, wie viele wir fahren müssen. Aber 10, vielleicht wird. Das sind noch, wie viel du noch fahren musst. Ah, okay. Zählt runter. Ich werde gerade die ganze Zeit überholt. Ja, ich auch. Ja, aber du überholst mich gleich auch, glaube ich. Ich glaube, du musst im Rhythmus, wie sie ihre Beine vorne absetzt. Und auch hier ist es, wenn man mal kurz zu enge Kurven macht, dann wird man ausgebremst. Ja, ich werde hier auch ständig überrundet. Also im Rhythmus haben wir beide jetzt, glaube ich, mehr oder weniger drauf, weil wir halten nämlich jetzt aktuell den gleichen Abstand zwischen uns beiden. Nur die Computer überholt uns noch, weil der halt immer noch besser fährt als wir. Oh, er hat mir einen Sprint angeboten. Dabei ja, eigentlich erst in der letzten Runde. Ja. Das ist wahrscheinlich ab da dann offen für den Sprint. Die anderen sind alle schon fertig. Schön, dass wir beide noch mitfahren. Ja, und du überholst mich auch gleich, weil ich. Weil jetzt gibt es auch, glaube ich, dieses Rhythmus-Ding nicht mehr. Ich bin jetzt nee, ist weg, weil wir angefangen haben zu sprinten. Und wie du siehst, habe ich so gar keine Ausdauer mehr. Das oben links ist nämlich, glaube ich, der Ausdauerbalken, was über dem Namen steht. Letzte Runde. Und ich glaube, also gefühlt macht es keinen Unterschied, ob ich momentan. Was kommt denn da für. Zeit abgelaufen. Aber wir können ja eins sagen: Wir sind beide disqualifiziert worden. Sagen wir, du warst vor mir, aber eigentlich sind wir beide disqualifiziert worden. Was ist denn das jetzt? Kein Punkt? Unentschieden? Also, oder kriegst du den Punkt, aber du warst definitiv eine Runde vor mir. Das. Ich würde eigentlich sagen, also ich würde eigentlich sagen, du warst besser. Du kriegst einen Punkt, steht 2-2. Fände ich fair. Damit haben wir im Rennrodeln, haben wir damit gleich. In der letzten Disziplin. Also, das ist ein echter Sportsmann, muss man sagen. Ja, ich meine, du hast mich überrundet, du warst besser und wir wussten es ja nicht. Ich habe die Steuerung immer noch nicht so ganz verstanden. Einzelne Herren, Rennrodeln, bevor ich das starte, gucke ich es mir mal eben einmal an. Also, ich starte. X, wenn man aufgefordert wird, um mit dem Pinguinschlag Geschwindigkeit aufzubauen. Natürlich. Mit L2, R2 steuert man in den Kurven. Je höher man durch die Kurven fährt, desto schneller fährt man. Fährt man zu hoch, legt man sich auf die Fresse. Und ich glaube, der Versuch zählt da nicht. Mhm. Und wenn man mit der Wand zusammenstößt, verliert man dann Stabilität und dann muss man schnell X drücken, wenn das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Also eigentlich. X sagen, und die beiden Schultertasten. Ja. Okay, das geht nacheinander. Mhm. Und ich vermute auch zwei Versuche. Und da im Rhythmus. Mhm. Wie man sieht, nicht so wie ich das mache. Sieht nicht komplett schlecht aus. Ja. Führst sogar. Vermutlich, weil ich der Erste bin. Dann könntest du ja nicht führen. Dann musst du mindestens der Zweite sein. Nee, wenn du der Erste bist, hast du automatisch die beste Zeit. Ja, aber es wird sogar dein Vorsprung angezeigt von knapp 3 Sekunden. So. Ja, das kriege ich gleich wieder weg. Allein schon, weil ich diese Stabilitätssache einfach die ganze Zeit irgendwie mal verplane. Ja, jetzt hast du auch ein bisschen Zeit verloren. Der Computer ist ja auch hier nicht mein Gegner. Also du bist fast unten. Du bist mein Gegner. Ich weiß jetzt auch nicht, also meine Vermutung ist, wir haben wahrscheinlich mehr als einen Lauf. Und meine Vermutung ist, dass wir vom. Ich weiß nicht, ob beide Zeit zusammenzählen oder die beste. Ich muss es ehrlich gesagt gestehen, ich interessiere mich dafür zu wenig. In echt ist Rodeln sind sogar meist 3 oder 4 Läufe. Ja. Schauen wir mal. Überleg gerade, dass das Ganze nicht fair ist, weil du vorher machen musst. Okay, beim Skisprung hat es mir auch nicht geholfen. Ja. Und. Also.
Eigentlich müsste ich höher kommen. Weil da man dann schneller wird. Angeblich. Na, das ist halt, ich meine, das ist ja auch, wenn man mit dem Auto. Also. Das war zu hoch. Dann drück mal einmal X. Die Wiederholung brauchen wir uns nicht angucken. Und das war das Ergebnis der Runde 1. Ich bin Zweiter. Ja, ich habe Ja, ganz du hast viel. 32 Wenn ich Stunden das Training zur Vorauswahl. aufholen muss, das wird interessant. Schade. Ich habe mir fast so ein bisschen Hoffnung gemacht, weil wir hier beide keine Ahnung haben. Und so schnell ist die Hoffnung hinfort. Kann ja sein, dass ich es auch verkacke. Ich bin eigentlich mal ganz froh, nicht als Dritter auf dem Treppchen zu sein, sondern als Zweiter. Ja, das wäre erstaunlich. Mitgucken. Nicht schlecht, nicht Ja, aber schlecht. dafür habe ich gleich da unten wieder die Geschwindigkeit wieder locker verloren. Also früher auf dem Amiga, auf dem PC habe ich auch diese ganzen Winterspiele und sowas, die habe ich echt immer geliebt. Weil das hat halt immer Spaß gemacht. Und das waren halt auch meistens Spiele, die haben einen leichten Einstieg gegeben, sprich man konnte das. Ich meine, das ist ja auch so, ich meine, ne, es ist ja nicht so, also prinzipiell. Oh, Scheiße! Die gleiche Kurve wie du. Das war, Nee, glaube ich war nicht so weit. Du warst nicht so weit? Nein. Ja, tja, das heißt, wenn, ich habe auch nicht darauf geachtet, ob die Zeit zusammengezählt wurde. Wenn das der Fall ist, wäre das jetzt für dich die Chance. Ach. Ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen. Da sieht man, der Shadow hat es jetzt auch langsam raus, hier dieses X drücken, das Naja. Spaß. Und, ja, und du hast den gleichen Anschub wie vorhin. Es zählt scheinbar wirklich die Gesamtzeit, weil unten läuft sie halt weiter. Ja, dass du jetzt plus 79 Sekunden hast, das ist natürlich. Ja. Das ist klar, das ist unserer 2:30er Zeit geschuldet. Genau die Kurve habe ich auch, glaube ich, beide Male so genommen. Also, wir sind beide in der. Ja, du bist immer höher, das heißt, du wirst schneller gewesen sein. Ich glaube, wir sind in der rausgeflogen oder in der nächsten Rechtskurve. Jetzt kommt ja noch eine links, die gleich wieder in eine rechts. Also, zur Not würde ich einfach nur als Tipp, ne, lieber die Runde beenden. Oh. Das war aber eigentlich eine ganz gute Runde. 1:13, die Runde. Einmal bitte X. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es noch einen dritten Durchgang gibt. Einmal nochmal X. Ergebnis gesamt. Wir lagen wirklich innerhalb von einer guten Sekunde. Aber trotzdem, ich sage ein gutes Spiel. Hat mir viel Ja, Spaß gemacht. auf Der jeden Punkt Fall. geht an mich. Mal wieder. Aber wir sehen ganz knapp 3:2. Und wir bedanken uns für euer Interesse und sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, es geht noch weiter. Bis Bis dann. dann.